SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester, Shisha-Olli und Big2B begrüßen euch zu einem neuen Video, ganz frisch im Jahre 2021. Und Freunde, wir haben was ganz brandaktuelles für euch. Wir haben nämlich hier zwei Pfeifen am Start und, wie ihr sehen könnt, zwei Köpfe auf dem Markt, die es schon ein paar Monate zu kaufen gibt, aber erst seit ganz kurzem in Deutschland. Und deswegen halte ich bereit, Arm ausstrecken, Freunde. Es ist wieder wahrhaftige Betonierungszeit, denn wir haben die Olla Bowls aus Florenz am Start. Olla! Aus Italia, genau, die Olla Bowls. Und wir schauen uns heute zwei der ganz, ganz vielen Bowls an, die es gibt. Aber wir haben jetzt hier zwei spezielle am Start, die ihr jetzt mittlerweile auch bei Shisha World kaufen könnt. Vorher gab es die nur bei Olla Bowls und da war das Ganze natürlich nicht so einfach und hat auch länger gedauert mit den Lieferzeiten und so weiter. Und Shisha World hat sich quasi Olla Bowls geschnappt und hat auch ganz, ganz viele verschiedene am Start. Und wir haben jetzt hier eben zwei am Start und wir haben hier auf der Kaif von Ocean Hookah den Alglykos Rossa für Rot. Und hier haben wir den Dolce Vita. Nicht verwechseln, Freunde, wir sind hier nicht bei der Slotmaschine, bei Knossi auf dem Kanal. La Dolce Vita. Nein, wir wollen nicht, dass Jova die Weinflaschen aus dem Keller bringt. Nein, wir wollen, dass Jova den Shisha-Kopf auf die Shisha draufhaut. Und in dem Fall haben wir hier, wie gesagt, die Dolce Vita. In der besonderen Variante, den es jetzt so nicht 1:1 bei Shisha World zu kaufen gibt, denn ich habe hier oben noch den passenden HND oben drauf, den es quasi bei Olla Bowls direkt noch so zu kaufen gab. Aber das untere Teil, also alles ab hier, könnt ihr auch bei Shisha World eben kaufen. Aber ich habe mir gedacht, komm, wenn wir schon ein Video machen, dann machen wir es gleich gescheit. Dann nehmen wir dementsprechend eben dann auch noch hier den HND, den Topf mit drauf und dann passt die Sache, dann hat es einfach optisch noch ein bisschen was. Und optisch, muss man ganz klar sagen, sind beide definitiv ein Highlight, sind sehr, sehr schön gefertigt. Man muss auch ganz klar sagen, handgefertigt. Ja, also jeder Kopf ist per Hand gemacht worden, mit einem speziellen weißen italienischen Ton bearbeitet worden und dann handbemalt auch noch. Ne? Also jeder wird einzeln wirklich mit einem feinen Pinselchen gefertigt und bemalt eben, so dass eben jeder so quasi ein Unikat schon ist, weil jeder wieder ein bisschen anders ausschaut wie der andere. Und alle haben natürlich dann auch das Logo von Olla Bowls drin. Das ist im Prinzip dann diese Krone, die man auch auf der OVP zu sehen hat. Die kann ich jetzt hier gerade mal noch herholen. Da sieht man es auch nochmal. So sieht das Ganze dann aus mit der Krone. Und Olla steht da eben noch mit drauf. Und bei der Dolce Vita haben wir auch einen ganz, ganz spezial gefertigten, denn auf der Rückseite, das seht ihr jetzt so nicht, aber natürlich gleich eingeblendet, Shisha-Warntest sogar noch drauf geschrieben worden. Also eine Handsignierung. Damals haben wir das Ganze eben direkt bei Olla Bowls bestellt. Richtig coole Aktion definitiv. Und ja, beide Köpfe sind Funnels, das kann man auch gleich mal sagen. Also wir haben jetzt hier keine Mehrlochköpfe oder ähnliches. Und vom Tabakdepot ist es ein mittlerer, ne? Genau. Kannst du ja mal was dazu sagen, vom Kopfbau her? Vom Kopfbau her, also wie wenn ich jetzt auch einen gut bisschen mehr Tabak, wie jetzt zum Beispiel beim Number 9 von unserem SWT-Setup zum Beispiel. Ich würde mal sagen, so das Depot von so einem Number 5 Prime. Genau, also zwischen 15 sagen. Und 20 Gramm, je nach Bauweise, braucht genau, es für richtig. So einen Kopf. Also top auf dem Tabakmenge, was man reinhaut. Hat sogar noch einen abgefrästen Rand, also genauso wie beim Prime vom Sapphire. Genau. Kann man schön den Lotus reinstellen. Der 1 Plus passt perfekt rein, hat sogar noch ein bisschen Luft, also könnte sogar noch ein bisschen größer sein. Also auch wenn es mal Produktionsschwankungen gibt und mal ein Millimeter enger wäre, würdet ihr den trotzdem noch reinkriegen. Das genau. Ist gut. Beim und der fällt euch halt nicht runter. Beim AO HMD, wie sieht es da aus, haben wir auch noch gut Platz. Ja, also der passt auch einwandfrei hier rein. Von daher, das geht definitiv auch klar, was das angeht. Genau. Das gleiche gilt auch natürlich für den Dolce Vita. Also auch hier haben wir noch Platz. Das heißt, wenn ihr jetzt hier nicht den Original HMD am Start habt von Olla Bowls, dann könnt ihr natürlich dementsprechend ohne weiteres auch einen anderen drauf machen, wie zum Beispiel den Original Kalaut oder hier den AO HMD. Ist gar kein Problem, passt bei beiden ideal rein. Genau, es passt auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt,
euch gefällt mal so ein HMD hier wesentlich geiler wie jetzt so aus Metall, weil der Deckel und so weiter sieht einfach, also ich finde den mega, also ich weiß nicht warum, aber ich finde den richtig geil so. Sieht schon geil selbst aus. Der passt sogar hier drauf. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auf so einer Pfeife so einen Tonkopf oben drauf, aber ich will jetzt mal was anderes haben statt so einem Metallaufsatz, dann könnt ihr auch den HMD hier kaufen, der passt auch da drauf, also ohne Probleme. Also der passt normalerweise, glaube ich, auf fast jeden Kopf, also in der Number 5 Prime schätze ich mal, die da auch noch rangehen. Passt der normal auch drauf, richtig, genau. Und wie gesagt, das ist ein extra Teil, das man extra mit dazu kaufen muss. Das ist nicht im normalen Lieferumfang eben mit dabei, aber gibt es aktuell in Deutschland nicht. Also das müsst ihr, wenn dann, direkt bei Ola Boys direkt kaufen, weil es eben in Deutschland den aktuell so nicht gibt. Und ja, es gibt noch viele weitere, wie schon gesagt, also da sind alle Farben und Formen vorhanden, da müsst ihr einfach mal bei Shisha World, wenn ihr es direkt aus Deutschland kaufen wollt, mal nachschauen, da ist alles Mögliche mit dabei. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, so einen HMD noch mit dabei kauft, dann habt ihr eben hier noch so einen coolen Deckel, der auch passend in der Farbe dann noch bemalt worden ist. Also, und das ist auch kein Alu, wie der Olli schon gesagt hat. Nein, das ist auch Ton. Ja, also, und der hält es ohne weiteres aus. Also, wir haben jetzt hier drei Kohlen hier drinnen. Ohne weiteres hält auch die Hitze ganz gut hier drinnen. Ich habe vorhin mal mit Deckel geraucht und der ist mir schon zu heiß geworden, muss ich sagen. Also, ich habe ihn dann vorher mal abgenommen. Ihr seht es auch, der qualmt hier wie Hulle. Also, der hat hier deutlich zu viel Hitze aktuell. Deswegen schnell wieder runter damit. Und, was auch geil ist, ist natürlich dementsprechend auch die Aufnahme, die passt wunderbar, also ihr könnt da ganz normale China-Head-Dichtungen verwenden, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie eine Spezialdichtung finden oder sonstiges, das ist genormt, das passt auch einwandfrei und ich finde auch vom Tabakdepot her perfekte Mittelgröße gewählt, also hier passen zwischen 15 und 20 Gramm ganz normal rein, man kann natürlich, wenn man möchte, auch ein bisschen mehr reinpacken, wenn man jetzt Noppenkontakt-Setup mit dem Callout machen möchte zum Beispiel oder so, funktioniert dementsprechend auch ohne weiteres. Was ich auch gut finde, ist, dass die Funnellöcher geschlitzt sind. Das hilft auch, den Durchzug zu bewahren, wenn man auch mal ein bisschen mehr Tabak reinmacht. Das Problem kennt man, wenn man ein bisschen zu viel Tabak manchmal reinmacht beim Noppenkontakt, dann ist meistens der Durchzug weg. Richtig. Und das kann man durch das, wenn man geschlitzt ein Funnelloch hat, noch umgehen, da die Luft eben durch die Schlitze auch besser durchdringen kann. Und deswegen finde ich es gut, dass hier auch die Löcher dementsprechend geschlitzt sind. Ein weiterer Vorteil bei den Köpfen muss man auch natürlich auch ganz klar noch sagen, was auch wichtig ist. Wie schaut es mit dem Bluten aus und allgemein eben halt, dass es die Molasse durch den Ton drückt. Das ist bei den Ola Boys natürlich, wenn man ein paar 100 oder 1000 Köpfe mit damit raucht, irgendwann auch der Fall. Aber da wir hier einen ganz speziellen Ton verwendet hat, ist das Ganze so gut gemacht, dass eben die Molasse nicht so schnell durchkommt. Also das dauert da einfach länger wie bei normalen, günstigeren Ton und normalen Temperaturen, wie der Ton eben gebrannt wird und so weiter. Das ist hier eben noch besser und deswegen dauert es hier deutlich länger, bis ein Kopf dann wirklich mal anfängt, dementsprechend zu bluten. Das ist natürlich dann auch nochmal ein weiterer Pro-Punkt, sage ich jetzt mal, bei den Köpfen, da wir hier dementsprechend halt wirklich ein hochwertiges Brennverfahren auch haben. Ja, man sieht es auch direkt, wenn man unten hinguckt. Das ist ein ganz, ganz feiner, wirklich fester Ton. Also man sieht auch wirklich nichts Raues wie bei den normalen Tonköpfen. Also man merkt hier, man sieht schon, dass da nicht so viel Feuchtigkeit einziehen kann. Und vor allem, man hat ja auch noch die Glasierung drauf. Richtig. Das macht es ja noch schwerer, dass da die Molasse irgendwann reinkommt. Richtig. Klar, die wird irgendwann rissig. Aber das dauert. Also vom Aussehen her würde ich auch sagen, das dauert sehr, sehr, sehr lange, bis der vielleicht mal bluten anfängt. Richtig, genau. Das ist nämlich auch was, weil wenn er einmal angefangen hat, sich vollzusaugen mit Molasse, dann bringt auch das ganze Auskochen und so weiter nicht wirklich viel, weil das geht dann einfach so schnell. Dann ist der Kopf einfach am Ende, sag ich einfach mal. Und dann kann man das auch nicht mehr wirklich verhindern, auch nicht mehr mit im Backofen tun oder in den Kochtopf reingeben, mit Wasser aufkochen oder so. Das ist dann nur eine Kurzzeitlösung und nach 3-4 Köpfen habt ihr das Gleiche wieder und der Kopf zieht sich komplett wieder mit Molasse voll. Also deswegen, da muss man natürlich auch einen guten Ton haben, eine gute Verarbeitung, eine gute Glasur. Und das haben wir eben hier bei den Ola Boys auch am Start. Er ist ganz fein glasiert, was das angeht hier dran. Aber es ist eine andere Glasur, wie man es jetzt hier hat. Hier ist es eine glänzige und hier ist es matt eben. Und das ist natürlich auch wieder ein Unterschied, je nachdem, wie ihr es halt auch vom Design her haben wollt. Genau, dann schauen wir uns mal noch die Preise an. Wir haben jetzt hier beim Aigueikos oder wie er heißt, ich krieg's nicht raus, sorry, ich bin einfach kein Italiener. Aigueikos. Aigueikos, genau, unser Hobby-Italiener hier drüben, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Naja, gar nicht, aber ja, wenn man es halt so liest, wahrscheinlich ist es auch falsch ausgesprochen, auch von mir, aber egal. Aigueikos, genau, hört sich fast schon griechisch an.
Der kostet 29,90, ist also vom Preis jetzt her ein günstigeres Modell von Ola Bowls. Und wenn wir jetzt mal meine nehmen, den Dolce Vita, das ist jetzt im Prinzip die aufwendigere Variante, was das angeht. Natürlich, wir haben hier vorne ja auch noch den Löwen mit drauf und natürlich ist auch der Kopf selber vom Volumen her noch breiter und größer und auch aufwendiger von der Verzierung und von der Bemalung. Deswegen kostet der natürlich dementsprechend auch mehr. Der liegt preislich bei 59,90. Und da haben wir aber, wie gesagt, noch nicht obendran den Aufsatz mit drauf, den HMD, sage ich jetzt einfach mal dazu, weil der kostet dann auch nochmal extra. Wie viel der jetzt extra kostet, muss ich ganz ehrlich sagen, shame on me, ich kann es euch jetzt genau nicht sagen, weil die Ola-Seite direkt momentan gewartet wird. Ich glaube aber, dass der zwischen 20 und 30 Euro gekostet hat. Aber genau kann ich es euch jetzt nicht mehr sagen. Aber die Preise von den Bowls variieren immer so zwischen 25 und 60 Euro, je nachdem. Ist viel Geld, muss man ganz klar sagen. Sowas gibt man nicht als Standard-Shisha-Raucher aus. Ja? Aber wenn es ein Shisha-Liebhaber ist, so wie wir, die auch mal was Außergewöhnliches haben möchten, damit das einfach auch mal was Geiles auf der Shisha eben ist. Und das ist einfach ein Eyecatcher. Wer kann schon behaupten, dass das so eine handgefertigte italienische Bowl zu Hause hat, die auch noch so geil ausschaut mit diesem Deckel oben drauf. Das stimmt schon. Sieht aus wie so ein altes Gefäß. Ich würde eher sagen, das ist so eine altrömische, so ein altrömischer Kelch oder so ein Getränkgefäß, sag ich mal, von früher. So sieht das für mich eigentlich in dem Fall aus. Aber richtig coole Sache auf jeden Fall aus den römischen Zeiten eben damals. Muss man sich natürlich ganz klar überlegen, ob man 60 Euro dafür ausgeben möchte oder nicht. Die 30 Euro hier, die sind auf jeden Fall, finde ich, in Ordnung. Das geht definitiv klar, weil es halt eben wirklich alles handgefertigt ist und einwandfrei funktioniert. Ne? Also vom Rauchverhalten, Durchzug und alles gut. Ne? Genau, dann sind wir soweit eigentlich fertig und dann schauen wir uns zum Schluss noch die Pro- und Kontraliste an. Denn wir bei Pro, die Verarbeitung und die Qualität ist wirklich bei beiden Köpfen 1A, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Dann, er ist mit Alufolie natürlich rauchbar, aber auch mit den gängigen HMDs. Dann, wir haben einen normalen Tabakverbrauch, können aber natürlich auch Abstandssetup und Noppenkontakt verwenden hier. Dann, wir haben keinen Durchzugsverlust und wir haben kein Bluten bzw. minimales Bluten, je nachdem, wie viele Köpfe ihr natürlich raucht. Bei Neutral habe ich jetzt noch den Preis mit reingemacht. Natürlich kann man ihn auch bei Contra, bei der Bowl jetzt reinmachen, aber das ist immer eine Ansichtssache. Man muss natürlich hier berücksichtigen, erstens mal den Ton und die Glasur, zweitens alles made in Italy, alles handbemalt, alles handgefertigt. Sowas kostet einfach Geld, muss man ganz klar sagen, wie man das Ganze von der Fabrik in zigtausendfach in Auftrag gibt. Das ist alles, wenn man es bei Ola Bowls jetzt zum Beispiel anfragt oder bestellt, dann machen die das auftragsbezogen zum Beispiel. Auch eine richtig krasse Sache. Bestellst du jetzt einen, dann machen die den extra für dich zum Beispiel. Von daher, das muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass wir hier eine kleine Manufaktur eben unterstützen dementsprechend. Genau, und deswegen haben wir den Preis bei Neutral angesiedelt und nicht bei Contra. Genau. Ja, Freunde, dann war's das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Wenn es noch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht hier bei mir zum letzten Video drüben beim Olli. Und in der Mitte geht's zu meinem Blog inklusive Verlinkung zu den Ola Bowls. Dann sagen wir danke, bis dann und Servus!